Deutscher Professor spricht hier heute zu uns auf unserer Pro-Kernkraft-Demo. Kernkraft gewinnt mit Klaus Steigleder. Ja, vielen Dank. Mein Name ist, wie schon gesagt, Klaus Steigleder. Ich bin Professor für angewandte Ethik an der Universität Bochum. Ich forsche zur Klimaethik und zur Energieethik. Für mich als Wissenschaftler ist es völlig fremd, als Redner bei einer Demonstration aufzutreten. Ich habe das noch nie getan. Ich stehe hier, weil ich mich gedrängt fühle, ein Ergebnis meiner Arbeit hier gewissermaßen herauszurufen, nämlich ohne Kernenergie wird die Energiewende nicht gelingen. Ohne Kernenergie können wir den Klimawandel nicht beenden. Warum ist das so? Meines Erachtens ist das so, weil die Kernenergie die einzige verfügbare Energiequelle ist, die die Vorteile der fossilen Brennstoffe besitzt, aber nicht deren Nachteile. Die Nachteile der fossilen Brennstoffe sind uns nur zu bekannt. Es sind die Emissionen von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen, die ganz wesentlich zum Klimawandel beitragen. Die Vorteile werden aber gerne übersehen. Und die Vorteile bestehen darin, dass die fossilen Brennstoffe verlässlich auf sehr kleinem Raum große Mengen an Energie bereitstellen. Und es ist deshalb so, dass der Wohlstand der reicheren Länder ganz wesentlich von den fossilen Brennstoffen abhängt. Industrialisierung, ökonomische Entwicklung wären ohne die fossilen Brennstoffe gar nicht möglich gewesen. Und wir können gegenwärtig fast 8 Milliarden Menschen dieser Welt ernähren wegen der fossilen Brennstoffe. Deshalb ist es außerordentlich schwierig, die fossilen Brennstoffe zu ersetzen. Und ich bin zutiefst beunruhigt, dass die Schwierigkeiten der Energiewende unterschätzt werden. Die Art und Weise, wie heute oft über die nationale und die globale Energiewende gesprochen wird, ist oft ganz naiv. Wir können die fossilen Brennstoffe nicht einfach durch erneuerbare Energien ersetzen. Und das ist deshalb der Fall oder nicht der Fall, weil diese erneuerbaren Energien nicht nur unzuverlässig sind, sondern vor allem deshalb, weil sie auf großer Fläche wenig Energie bereitstellen. Ja? Man kann sich fragen, um es vorsichtig zu formulieren, ob wir überhaupt die Rohstoffe besitzen, um eine Energiewende auf der Basis erneuerbarer Energien zu vollziehen, weil diese erneuerbaren Energien große Mengen an Raum, an Fläche brauchen und große Mengen an Material. Man kann sicher sagen, dass es unrealistisch ist, anzunehmen, dass wir auf der Basis erneuerbarer Energien Wohlstand erhalten, Energiearmut überwinden, ökonomische Entwicklung erreichen und die globale Erwärmung in angemessener Frist beenden können. Wir brauchen die Kernenergie, weil die Kernenergie verlässlich auf kleinem Raum
große Mengen an Energie bereitstellt. Und meines Erachtens sind die Risiken der Kernenergie verantwortbar. Wir müssen aber die Risiken der Kernenergie, dürfen die Risiken der Kernenergie nicht einfach nur für sich betrachten, sondern wir brauchen, müssen sie mit den Risiken des Klimawandels vergleichen und wir müssen sie mit den Risiken einer verfehlten Energie